Hallo, magst du kurz erzählen, wo wir hier gerade sind? Ja, wir sind hier im Hambacher Forst, im Waldbarrio Anarsch. Der Hambacher Forst ist einer der letzten Urwälder Deutschland, die von der Abholzung bedroht sind durch den Tagebau Hambach, also durch den Großkonzern RWE. Ich lebe jetzt ein Jahr im Hambacher Forst und ich fühle mich so, als könnte ich was tun. Also wenn ich hier bin, dann fühle ich mich so, als könnte ich was tun und könnte aktiv sein. Und das ist mir gerade total wichtig. Und vor allem ist es das Zusammenleben auch hier. Kannst du vielleicht noch mal kurz so ein bisschen aus den letzten ein, zwei Jahren die Entwicklung erwähnen, wie die Situation sich entwickelt hat? Naja, also wir haben jetzt seit der letzten großen Räumung bis 2020 einen vorläufigen Rodungsstopp. Das ist für ganz viele Menschen draußen, die irgendwie gerade nicht hier aktiv sind, mag das immer so klingen wie, oh ja, es fallen keine Bäume bis 2020, aber diese Maschinen von RWE da hinten, die laufen halt Tag für Tag und die Pumpen laufen und dem Wald wird das Grundwasser entzogen. Und ein Rodungsstopp ist halt so, ja, okay, es dürfen gerade keine Bäume offensichtlich gefällt werden. Aber es wird halt trotzdem gerodet. Also diese Maschinen laufen und das schadet den Bäumen und das schadet dem Wald. Und RWE hat auch keine Vorgabe, wie weit er mit diesen Maschinen an den Wald ran darf. Und es ist für mich trotzdem eine Rodung, auch wenn es nicht offensichtlich ist, dass hier Kettensägen kommen und die Bäume abholzen. Es wird trotzdem gerodet. Und ja, es hat sich unglaublich viel entwickelt. Also ich sehe zumindest, dass nach der letzten Räumung unglaublich viele Menschen einen Blick auf diesen Wald geworfen haben und auf die Thematik Klimawandel und auch auf die Thematik Kapitalismus und einfach einen Systemwandel. Und es ploppt gerade unglaublich viel auf. Also ich vermisse, glaube ich, nichts. Ich glaube, dass es ganz klar auch ein Ort ist, wo ich immer wieder schauen muss, wie steht es gerade mit meinen Kraftreserven und wie geht es mir gerade damit, dass ich auch irgendwie auf diesem politischen Schlachtfeld gerade lebe. Und es ist nun mal auch irgendwo ein Ort des Krieges gerade, so bezeichne ich das immer. Und das ist schwierig für mich persönlich manchmal. Und trotzdem vermisse ich irgendwie an der staatlichen Organisation da draußen nichts.